Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Landwirtschaftssimulator 19 Zwei-Sternhof Challenge Projekt. Mit dem Mikado. Hallo. So, zweite Folge, zweites Glück. Letztes Mal könnt ihr gestern reinschauen, was wir da angefangen haben. Und ja, ich bringe mal mein Equipment nach Hause. Ich muss mal hier den Tank von meinem Mähdrescher auslernen. Ja, wird so langsam Zeit. Aber wir legen richtig los. Also, ich habe schon fast 1 Million ausgegeben und eigentlich noch nichts gemacht. Also, ich habe jetzt schon fast, also ich habe schon ein halbes Feld abgeerntet. Also, so ist es ja nicht, ne? Ja, du hast das Glück. Dein Feld war schon erntereif. Meins war noch nicht so weit. Ja, natürlich muss der Mähdrescher genau da das Rohr haben, wo das Feld ist. Ja, das ist doof. Weil Fruchtzerstörung ist natürlich an. Da müssen wir mal kurz den Helfer hier entlassen. Ja, kostet ja auch genügend Geld, gell? Kriegt er halt ein paar weniger. Das ist mir jetzt auch egal. Da. Nein, drüberfahren. Und da. So, gib Gummi, Junge. So, wer das noch nicht weiß, wir spielen hier ein Challenge-Projekt. Das heißt, wir spielen gegeneinander. Deshalb gibt es hier unterschiedliche Höfe. Mikado hat einen Hof, ich habe einen anderen Hof. Wir hatten beide 1 Million Stadtkapital, mussten uns davon Hof und Felder, Wiesen schon kaufen und jetzt eben das Equipment. Und wir sind immer noch auf der Suche, beziehungsweise könnt ihr euch bewerben als Lohnunternehmer. Und dann natürlich auch in der Aufnahme mitspielen, sozusagen. Gibt dienstags und freitags Aufnahmesessions. Da solltet ihr dann natürlich können. Genauere Infos erhaltet ihr, wenn ich eure Bewerbung habe. Bewerben könnt ihr euch unter Varuna. Nein, Quatsch. Auf der E-Mail-Adresse varunamc@gmail.com. Gerne mal reinschreiben, wieso ihr mitspielen wollt. Und Altersbegrenzung gibt es im Grunde keine. Ihr müsst nur Spielerfahrung haben. Spielerfahrung wäre wichtig, genau. Nicht unbedingt euer eigenes Ding machen wollen. Ja? Das Lohnunternehmen kann sich natürlich auch Helfer und Zeug kaufen. Aber in erster Linie steht es dafür zur Verfügung, dass es uns unterstützt. Jeder von uns kann 2 Lohnunternehmer anstellen. Deshalb wären Minimum 4 Lohnunternehmer wären recht gut. Einfach mal bewerben. Schreiben, warum ihr da mitmachen wollt und wie viel Erfahrung ihr habt. Das reicht schon. Und wir, Mikado, müssen uns dann natürlich überlegen, was wir da, wie wir die Stundensätze machen. Das Lohnunternehmen kriegt ja dann Geld von uns. Ja. Ich glaube, ich mache so pro Stunde. Ich will ja auch schon ein bisschen was verdienen. Ich denke, das. Dann hast du aber viel vor. Wenn obwohl, warte mal. Ich glaube, das ist ein bisschen viel. Ich denke, das ist, müssen wir dann eine Art Preisliste festlegen. Weil natürlich. Oder je nachdem, was man auch macht. Oder? Genau, weil fürs Pflügen und fürs, weiß was ich, Heuschwarten kann man ja nicht unbedingt den gleichen Preis verlangen. Ich nehme die Hälfte des Strohs nicht mit. Was ist mit mir los? So, wir müssen noch eine Sache kaufen. Das ist der hier. Und da wollte ich den eigentlich kaufen. Wir haben hier 8,4 Meter Breite. Ja, dann müssen wir den G89531 nehmen. Du hast nicht genügend Geld. Stimmt. Aber dann kommt der erste Kredit. Werde ich gleich einen Kredit brauchen, genau. Und zwar werde ich mir den gleich komplett auszahlen lassen. Hast du den Shop geöffnet? Ja, es wird wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen lecken, weil ich hole mir gleich den Kredit.
Und zwar Maximum, was geht, 250.000. Was die Regel? Eigentlich ein Gewinnfest, was? Ein Gewinnfest. Ein Gewinn. Ja, doch, ein Gewinnfest. Wenn jemand das geschafft hat, oder. Hat das dann einfach geschafft? Inwiefern? Was willst du denn gewinnen? Ja, gar nichts. 1 Million Euro. Ich. Natürlich, nee. Ich meine halt von dir aus jetzt mal so. Ja, was mache ich, wenn ich gewinne? Keine Ahnung, da muss ich vielleicht in Minecraft oder so, keine Ahnung, eine Woche lang oder so für dich sozusagen Sklave sein oder so. Nee, das finde ich doch dann ein bisschen zu heftig. Nee, ich denke, bei uns geht es eigentlich um den Spielspaß, würde ich jetzt eigentlich einfach so behaupten. Ah. Okay. So, warte mal, hier soll das Teil hin. So. Siehst du eigentlich, was ich gekauft habe? Sehe auf jeden Fall auf der Karte, was du so gekauft hast. Okay. So, aber das ist ein bisschen. Wir werden so pleite gehen. Oben steht ein bisschen was von dir. Ah, ich kann es aber nicht anklicken. Setz ich dahin. Ich müsste vielleicht auch wieder den Ballen. Und dann brauchen wir. Brauchen wir noch da, dieses Teil hier. Und dann sind wir eigentlich so weit mit unseren Sachen durch. Also jetzt mal ganz im Ernst. Wie oft wird bitte Helfer H von irgendeinem Objekt blockiert? Jetzt mal ohne Mist. Die mögen dich nicht. Sieht so aus. Ja, auch so das Gefühl. Doch, wir machen das so rum. Weißt doch. Du, der ist einfach noch 20 Meter von diesem blöden Schneideweg entfernt. Aber der trotzdem. Hat keinen Bock mehr. Hat gar keinen Bock mehr. Sieht irgendwie so aus, als hätten wir hier die falsche Höhe. Ich hoffe mal, dass das klappt. Ah, okay, wurde angepasst. Okay, gut. Dann haben wir jetzt eigentlich soweit schon alles. Hast du schon die Schafweide, oder wie? Ja. Ich habe mir schon eine Schafweide gegönnt. Also es geht ja gar nicht. Ja, ja hallo. Wir fahren jetzt auch mit dem Traktor, weil der ist ein bisschen schneller und das war ja unsere Anschaffung, die wir eigentlich gar nicht tätigen wollten. So, und ich habe sogar schon ein Silo. Also zum einen ein, ich hab auch ein Silo. Ein Fahrsilo und ein Getreidesilo. Fahrsilo hab ich nicht. Na, ich dachte, das kann nicht schaden. Können wir ein bisschen Silage ansetzen. Geld verdienen. Das ist übel. So. Jetzt, wo gehört das Wasser nochmal rein? Hier oder hinten? Ich glaube hinten. Hast du schon Schafe gekauft oder willst du jetzt nur schon mal? Ne, du musst ja erst Wasser reinmachen, glaube ich. Keine freie Kapazität für. Achso, ne, man muss erst Schafe kaufen jetzt. Stimmt ja. So, ich werde aber darauf verzichten, mir die selbst zu holen. $1.500 kosten die. Wenn man sie selber holt, kosten sie nur 1.000, gell? Weiß ich gar nicht. So, wir dürfen natürlich nicht alles verschwenden. Den Schwader habe ich. Oh, verdammt. Nein! Und da ist schon der erste Fail passiert, genau, keine Sämaschine. Oh nein! Was habe ich denn noch alles vergessen? Oh, Sämaschine, voll vergeigt. Und das Geld reicht nicht mehr. Ja. Okay, warte. Weiß ich schon mal, wer schon mal Kredit keinen aufgenommen hat in den ersten zwei Folgen?
Wie bitte? Weiß ich schon mal, wer keinen Kredit in den ersten zwei Folgen aufgenommen hat? Okay, aber wir machen Folgendes. Okay, wir müssen jetzt den Schaden ein bisschen regulieren und am besten so früh wie möglich. Das war jetzt nicht so intelligent. Das war jetzt nicht so geplant, ja? Ja, wir hatten eine Ausgabe von 78.000, die war überhaupt nicht geplant. Und die müssen wir jetzt eben regulieren. Sonst hätte das Ganze hingehauen. Kennt ihr eigentlich Tim und Struppi oder so? Ne, wie hieß denn das? Ich kenn das. Ne, nicht Tim und Struppi. So eine amerikanische Sendung, da hatten sie immer den Ford Model A oder so. Mit den dünnen Reifchen, das erinnert mich immer an die Pflegebereifung. Nicht Strolch. Kapp und Kappa. Genau. Da hatte die Oma immer so ein Model A Ford. Und da erinnert mich immer die Pflegebereifung dran. Oh, nicht in den See. Findest du gut, wenn du jetzt in den See passt, glaube ich. Also nicht so gut für dich. Ja, muss man zurücksetzen. Geht schon. Ach, unser Traktor steht doch noch hier. Ist ja gut. Ich habe mich schon gewundert, wo unser Case ist. So, zack. Können wir den reparieren? Ne, können wir nicht. Also verkaufen. 70.000 kriegt man dafür. Das ist schon mal gut. So, dann kann ich mich ja jetzt mal um die Silos kümmern, in der Zeit, wo das aufhört. Dann haben wir jetzt genügend Geld, um uns diese Sämaschine zu leisten. Und die knallt so richtig rein, das weiß ich. Die hat uns jetzt sehr viel Budget gekostet, aber es ist machbar. So, jetzt muss ich gerade noch so gucken. Brauchen wir natürlich noch ein bisschen Saatgut. Eins, zwei, drei. Nimmt er mich mit? War nicht gut. 1, 2, 3. So, das Problem wird sein, wir haben dann kein Geld mehr für Schafe. Naja, mit der ersten Ernte können wir uns auch ein paar Schafe leisten. So, ich hoffe mal, dass nicht zu viele. Nee, das passt. Ah, doch, ein Big Pack bleibt leider stehen beim Shop. Was weißt du eigentlich, ob Schafe Stroh kaufen? Nee, die brauchen keinen Strom. Nee, den habe ich verkackt. Ach, shit. Egal, dann kann ich verkaufen. Passt. So, jetzt bringen wir mal schnell die Sämaschine weg, dass die Industriespionage nicht so groß wird. Wir haben eine kleine Diskrepanz, was die Leistung angeht, aber das ist machbar. Ich glaube, Mikado ist jetzt aus allen Wolken gefallen. Was bin ich? Ich dachte, du hättest unsere Sämaschine gesehen. Meine Sämaschine. Ich hätte, du hast dir diese Rapids gekauft. Nein. Das war, glaube ich, die Väterstadt, gell? Oder Stitt oder so. Hast du dir eine größere gekauft? Etwas. Dann weiß ich, welche du dir gekauft hast. Und zwar die, wie heißt sie? Die Pronto.
Jawohl. Eigentlich hatte ich mir die Lemken überlegt. Mit 12 Meter Arbeitsbreite wäre die halt zu krass. So große Maschinen kaufst du schon? Ja. Musste halt etwas Kredit aufwenden. Achso, warte mal, haben wir eigentlich Pflanzensterben an? Nee, also du hast gesagt, das ist aus. Pflanzensterben wir aus. Das, glaube ich, aus, oder? Ja, ich speichere mal kurz. Achtung. Ja. Okay. Ja, ich hab geruckelt, das verkauft, was ist passiert? Hä? Ich glaube, ab jetzt mache ich keine Ballen mehr. Mal eine Frage, hast du meinen Schwader gekauft? Weggebracht? Ich habe keinen Schwader, ne? Haben wir uns keinen Schwader gekauft? Hä? Ich habe keinen Schwader. Jo moin. Ich glaub, wieder. Die Ballen waren jetzt komplett unnötig, die ich hier gemacht habe. Der nächste Fail. Ja, für Ballen kriegst du aber, glaube ich, ein bisschen mehr Geld wie für normalloses Stroh. Ups. Meinst du? Ich glaube, ja. Oh shit, ey. Hat halt keine Fronthydraulik hier, das ist aber schade. Egal, ich weiß schon, was ich als nächstes mache. Und zwar. Hole ich mir einen zweiten Fleckchen. Ich glaube, ich muss mir auch mal einen kleinen Kredit öffnen, oder? Oder kannst du gerade so hinfahren? Ja, wie war das in der zweiten Folge Kredit? Ah, das schaffen wir in der dritten Folge. Nee, warte mal, ich muss jetzt erstmal überlegen. Wenn ich mir das kaufe, das hier, dafür brauche ich. Okay, ich glaube, ich brauche dann doch nichts, oder? Jetzt haben wir halt ein Problem mit dem Schwader, mit dem Mähwerk. Haben wir da auch unnötig Geld ausgegeben? Okay, brauche doch keinen neuen Traktor, aber habe jetzt trotzdem schon 72.000 Euro wieder ausgegeben. Oh, hier bin ich fast in meinen Anhänger reingefahren. Apropos, den könnte ich eigentlich auch mal. So, dann können wir uns zur nächsten Aufgabe begeben. 2 Minuten noch circa. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Pfluge. Und Flüge. So, oh, ich habe gar keine Minimap. Das ist aber doof. Ah, hier geht's rein. Das ist gut. X, V, B. V, B. So, wenn euch die Folgenlänge so passt, dann ist toll. Wenn ihr sagt, ey, macht doch mal ein bisschen länger. Schreibt es gerne mal unter die Kommentare. Ja? Was sagst du? Oder etwas kürzer, je nachdem. Oder etwas kürzer, ja, das Problem. Also, könnte man dann auch machen. Ich sage nur, es geht halt nicht so viel innerhalb von 15 Minuten. Ach, du hast jetzt 15 Minuten Aufnahmezeit. Nee, also wenn wir kürzer machen, dann wären wir bei 15 Minuten. Ach so, jetzt haben wir gerade 20, oder? So 20, genau. Ah. Ich dachte schon, ja. Ja, aber wirklich wie im Flüge. Wie im Flüge. Wie im Flüge. Gut. Wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abo oder Kommentar. Schreibt einen Kommentar. Genau. Erzähl's weiter, erzähl's weiter, ja. Teilt es. Teilen, teilen, teilen. Ey, das sieht schon ein bisschen lustig aus, wie ich hier mein riesen Mähwerk mit meinem kleinen Waldra hier schleppe. Das sieht schon ein bisschen lustig aus. Reicht das von der Leistung? Ja, das reicht von der Leistung. Ah, okay. Reicht da gut.
Gut, es bricht auch schon die Dämmerung an. Was haben wir gesagt? Ab 21 Uhr 60-fache Geschwindigkeit. Ja. Gerade richtig dunkel. Dann muss ich kurz mal weg. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.